Ei Gude und herzlich willkommen zu Conan Exiles. Ich bin der Typ mit dem Bart. Jawohl! Und heute geht tatsächlich ein kleiner Wunsch von mir in Erfüllung. Denn Conan Exiles ist ein Spiel, was ich echt schon eine ganze Weile geplant habe, mal zu einem Let's Play zu verwursten. Und es hat aber irgendwie zeitlich nie so wirklich gepasst. Und da wir das Ganze jetzt auch freitags immer Multiplayer machen im Stream, dazu seid ihr natürlich auch gerne eingeladen. Ist immer Freitagabends, ab 20 Uhr geht's los bei uns, zusammen mit dem Kollegen Let's Play mit Robin und Co. und Fenrir Northman Gaming. Links findet ihr dazu hier unten in der Infobox, da dürft ihr gerne mal reinschauen. Und wir würden euch auf jeden Fall dazu einladen, da auch dran teilzunehmen. Macht echt Spaß und Multiplayer ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. So, Conan Exiles. Warum habe ich das eine ganze Zeit lang nicht gemacht? Hatte ich ja gerade schon erwähnt. Mir hat so ein bisschen die Zeit dazu gefehlt. Und dann sind natürlich auch noch der ein oder andere Streamer immer noch so ein bisschen damit beschäftigt. Und da will man nicht unbedingt in die Parade mitfahren. Deswegen habe ich das alles nochmal ein bisschen hinten rangestellt. Aber ich finde, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, damit einzusteigen. Jetzt haben wir nämlich auch in dem Multistream schon ein paar Folgen gemacht. Das heißt, wir kommen uns da auch nicht ins Gehege. Wir spoilern uns nicht gegenseitig. Deswegen passt das ganz gut. Ich habe schon mal einen Charakter erstellt, habe schon auch schon die ersten Schritte hier durch die Wüste gemacht. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das Spiel ja sowieso und da braucht man das nicht nochmal komplett irgendwie von der Pike aufzumachen, so dass ihr dann auch bei jedem kleinen popligen Schritt mit dabei seid. Ich glaube, das ist nicht notwendig. So, ich kann euch noch ganz kurz was zu meiner Rasse sagen. Das ist ein Nordheimer, der betet den Gott Ymir an. Was das letzten Endes nachher bedeutet, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht einschätzen, denn ich bin noch relativ unbedarft in dem Spiel. Außer die Multiplayer-Erfahrung und von vor, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren war so ein bisschen gedaddelt auf der PlayStation. Ja, da hatte ich das Spiel nämlich auch, aber das, da ist die Hardware nicht so ganz mitgekommen. So, ich glaube, ich habe jetzt echt genug gequatscht und möchte endlich mit euch loslegen. Nach einem kurzen Intro, ihr kennt es, geht's los. Hier sind wir schon. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, ich bin relativ schon etwas vorgeprescht hier. Gerade nochmal eben einsammeln und dann müssen wir mal schnell ein Stück trinken. Denn ich habe gerade während der Anmoderation, war ich kurz vorm Abnippeln gewesen. Das ist halt auch nicht so geil. So, ich muss kurz gucken, wo wollte ich denn eigentlich hin? Ich habe gerade so ein bisschen den Faden verloren. Lass mich mal kurz überlegen. Idealerweise sucht man sich natürlich einen Platz, wo ja einfach ein bisschen Wasser ist, wo Möglichkeiten zum Wachsen gibt. Wir schauen uns einfach mal, ich würde mal sagen, wir bleiben hier da in diesem Quadranten, würde ich einfach mal gehen. Ja, also da hoch kann ich sowieso noch nicht, da will ich auch gar nicht hin. Oder wir bewegen uns einfach in diese Richtung hier. Ich bin auch noch nicht so ganz sicher, wo der ganze Krempel wirklich Sinn macht, aber wir laufen einfach mal dahin. Okay, wir machen es einfach mal so. Also, ich habe mir schon ein bisschen was zusammengebaut, ihr seht es ja selber, hier die Rüstung ist dran. Genau, hier diese ganz normale Rüstung, die man sich am Anfang zurechtklöppeln kann aus den Fasern, die habe ich mir schon geklöppelt. Und ein bisschen Werkzeug habe ich mir schon zurechtgebaut. Ich habe auch schon ein paar Punkte in Stärke reingeskillt. Und wir starten einfach das Abenteuer. Ich habe so mega Bock da drauf. Und gerade weil man hier auch so wunderbar bauen kann, das macht mich natürlich auch komplett an. Ihr kennt es. So, ich muss ein bisschen Holz mitnehmen. Mit schönen Leveln, das muss nämlich auch sein. Da drüben, das sieht doch schon so oasemäßig aus, ne? Wasser, da unten ist Wasser, das ist gut. Da wollen wir hin. Komme ich da noch anders hin? Muss ich hier jetzt? Nee, du sollst runter. So, den Krempel nehmen wir hier natürlich auch mit. Hinten sind Geräusche, die höre ich gar nicht so gern. Ich weiß noch nicht, ob ich mir mal eben hier so eine Base hinbauen soll. Oder...
Oh, da vorne ist. Oha. Da ist schon Alarm, da ist schon eine andere. Da sind schon irgendwie so ein paar, weiß ich nicht, Sklaven, Händler, Sklavenjäger. Auf jeden Fall ist da ein Lager. Das muss ich jetzt natürlich erstmal noch nicht haben. So, wie die Kollegen da unterwegs sind, das weiß ich auch noch nicht. Ich würde einfach sagen, wir bleiben erstmal hier. Wie sieht's denn hier aus? Ja, das ist halt, das ist immer so, den richtigen Punkt zu finden, ne? Bewegst du dich zu weit weg, hast du nachher ein Problem? Musst ewig rennen. Ich glaube, ich finde die Ecke hier ganz gut. Doch, ich glaube, hier kann man bleiben. Ja, du bist nämlich nah am Wasser. Können wir nämlich auch gerade mal die Trinkflaschen auffüllen. Das ist eigentlich eine super Idee. Gut, da hinten sind zwar so ein paar Viecher. Das ist jetzt auch nicht so geil. Hatte ich nicht noch eine zweite? Ich hatte doch noch eine gefunden. Ah, die ist nämlich auch noch da. So, und dann haben wir nämlich erstmal zwei Flaschen voll und jetzt kann es losgehen. So, will er mir irgendwas tun? Nö, der rennt aber nur an mir vorbei. Naja, soll er rennen? Dann können wir mal anfangen, uns unsere erste kleine Hütte hier zurechtzubauen. Auf der man dann mal so ein bisschen siedelt. Um erstmal Fuß zu fassen. Ich glaube, das ist ja sowieso erstmal das Allerwichtigste. So, wir haben einen. Tatsächlich habe ich schon einen Bauhammer. Habe ich noch nicht gebaut. Nee, wollte ich machen. Konstruktionshammer, da ist er. Den bauen wir eben. Dann bauen wir schon mal ein Lagerfeuer. Ich habe den. Das ist übrigens Insel der Verdammten. Also, die alten Hasen unter euch werden es wahrscheinlich eh schon erkannt haben. Ich habe das jetzt aber nicht vorgefertigt genommen, sondern habe quasi so, dass man die Einstellung im Nachgang selber noch verändern kann. Das mache ich aber nicht, um hier irgendwelche Vorteile zu verschaffen, sondern eher, wenn es darum geht, nachher Sachen irgendwie, wenn für die Aufnahmen einfach irgendwie Sachen zu grinden, wenn es mal wirklich zu viel wird, aber ich ein bisschen etwas schnelleren Progress brauche, aber ich versuche es weitestgehend zu vermeiden, da aktiv irgendwie einzugreifen. Und ich hoffe, das kriege ich auch hin. Sollte aber eigentlich nicht so das Riesenproblem sein. So, wir gucken mal, was wir eigentlich schon bauen können. So, wir können Strandgut bauen. Wir können das hier bauen. Wir bauen uns erstmal ein Fundament. So, das heißt, wir hier brauchen mal wieder Stein. Stein, Stein, Stein. Den brauchst du hier natürlich ohne Ende. Das weiß ich mittlerweile auch schon aus unserem Multiplayer. Ich finde es total geil. Ich finde es total geil, dieses Spiel komplett von vorne anzufangen. Und das im Solo-Play. Wie gesagt, im Multiplayer mache ich das auch total gern. Macht echt Spaß. Aber Solo ist halt echt nochmal eine andere Nummer, ne? Ihr dürft mir natürlich auch jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen, also in Form von Kommentaren, die ihr gerne drunter schreibt. Passt aber bitte auf, dass ihr nicht allzu viel spoilert. Ich weiß, ganz viele von euch wissen ganz, ganz viel und sind da auch immer ganz eifrig, das Wissen auch zu teilen, was ich also grundsätzlich auch richtig gut finde. Aber man will ja auch seine eigenen Fehler machen, weil die habt ihr ja schließlich auch gemacht, als ihr mit dem Spiel angefangen habt. Natürlich wieder so ein Titel, da kannst du grinden, bis du schwarz wirst, ne? Und dann noch ein bisschen mehr. So, Attribute. Wie viele Punkte haben wir? Ach so, habe ich noch. So, und jetzt haben wir schon den ersten. Schwere Hiebe verursachen mehr dies und das. Genau. Dies und das verursachen die. Einfach mehr Schaden. Axt kaputt. Kann ich die schon reparieren?
Das geht. So, und dann bauen wir uns erstmal ein paar Wände hier hin. Das finde ich übrigens auch total geil, dass das immer angezeigt wird, was Außenwand ist und was nicht. Ich mag es gern offen. Dann machen wir uns hier eine Tür hin. Da machen wir eine normale Wand hin. Auch Fenster hin und der Rest ist alles. Fensterfront, auch wenn es keinen Sinn macht, aber das kann man im Nachgang ja auch immer noch ändern. So, wo ist mein Hammer jetzt? Da ist er. Ah, wir brauchen Holz. Wir brauchen Holz. Wenigstens noch eine Tür da reinmachen können. Ich mag auch diese Landschaft. Ich mag auch dieses ganze Conan-Setting irgendwie schon. Ich weiß noch, als ich früher als kleiner Junge die ersten Conan-Filme geguckt habe, natürlich heimlich, das durften meine Eltern natürlich nicht wissen, aber so die ersten mit Arnold Schwarzenegger und so. Oder den ersten mit Arnold Schwarzenegger. Und da gab es ja noch einen zweiten davon, den fand ich dann aber schon nicht mehr so gut. Und ich habe übrigens auch vor über 10 Jahren kam damals dieses MMO raus, dieses Age of Conan. Das habe ich auch gespielt. Das fand ich auch sehr geil. Also ich mag dieses ganze Universum. Ich finde es einfach so herrlich rau. Nicht so weich gespült, sondern richtig geil. So. Eine Tür hätte mir gern. So, was machen wir noch? Ne, die 6 nochmal. Wir wollten eben noch. Das ist natürlich erstmal ganz rudimentär. Ne, das wollte ich nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich gleich noch ein Stockwerk draufziehe oder ob ich erstmal eine Decke reinmache. Ich glaube, ich mache erstmal eine Decke rein. So, jetzt fehlt wieder Stein, ne? Nehme ich mal an. Ja, genau. Das heißt, wir gehen hier vorne noch mal ein bisschen Stein klopfen. Oha, ein Kroko. So, Mistviech. Können wir erstmal schön. Schön abbauen. Sehr gut. Ha! Dem habe ich auch gegeben. Ist das auch ein Stein oder ist das ein Dekostein hier? Ah, tatsächlich. Und manchmal kann man das nicht so gut unterscheiden, finde ich. Oder mir fehlt noch der Blick dafür. Ich weiß es noch. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. So. Was wir auch erst nochmal machen können, ich hatte ja schon Feuer mal vorbereitet. Das können wir auch schon mal hinstellen. Und erstmal hier hin. Das Lager kommt auch hier hin. Bett haben wir auch schon. Zumindest ein Spawnpunkt. Was ich tatsächlich echt schade finde an dem Spiel, das ist man halt wirklich so gewohnt, dass du hier nicht. Kann ich schon Treppen bauen? Dass du hier nicht irgendwie tatsächlich mal die Nacht skippen kannst, indem du dann einfach pennen gehst. Das geht nicht. Das finde ich ein bisschen, oh, hätte man machen können. Aber gut. Jetzt klettern wir erstmal hier hoch. Dann setzen wir uns erstmal die anderen Teile drauf. Magen knurrt. Okay.
Ach nee, die hier wollte ich doch. Lass uns gerade noch mal kurz schauen, was wir noch. Ach, Attribute, da habe ich den nächsten Punkt schon. Wobei, da gehen wir erstmal in Vitalität, dass wir ein bisschen bessere Regeneration haben. Und jetzt müssen wir mal kurz gucken, was wir hier machen. Wir wollen natürlich erstmal Kisten herstellen. Das ist ganz wichtig. Treppen finde ich auch nicht so unwichtig. Bogen auch ganz gut. So, und wir haben uns neulich, haben wir uns in der Gruppe, in der wir unterwegs sind, haben wir uns ein bisschen die Köpfe heiß geredet, was Sinn macht. Ob es vielleicht wichtig oder sinnvoller ist, alles zu lernen, wenn einer alles lehrt, oder ob jeder sich auf irgendwas spezialisieren kann. Wir haben leider herausgefunden, oh, du musst halt irgendwie, musst du alles lernen. Es geht halt gar nicht ohne. So, hier Steinwurfaxt, bla, blub, Knochenklauen. Brauchen wir die, glaube ich, erstmal nicht. Ich würde hier nochmal Bettenmacher. Nehmen wir mal mit. Kann ja nicht schaden. Verteidiger nehmen wir auch mit. Kann auch nicht schaden. So, das kostet ja alles keine Punkte. Fackel kostet einen. Na, 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 na. Fackelträger nehmen wir auch mit. So, da kann ich noch nichts weiter machen. Attribute nochmal. Haben wir noch einen Punkt. Den setzen wir auch nochmal hier rein, dass wir wenigstens wieder ein bisschen Leben regenerieren. So, jetzt wartet mal. Jetzt gucken wir nochmal schnell. Denn jetzt können wir Treppsche bauen. Das ist auch was, noch was da. Da komme ich noch nicht so ganz klar mit, ne? Warte mal, wenn ich jetzt. Moment, Moment, haben wir gleich, haben wir gleich, haben wir gleich. Haben wir gleich. Dann müssen wir einfach noch eine Decke reinziehen. So. Und dann nehmen wir hier die Treppe. Warum? Geht das nicht da dran? Ich will das hier an die Kante haben, hier oben, an die Seite. Ich da rausgehen aus dem Haus und dass das passiert? Oder was? Oder wie? Oder. Ja, sag mal, wieso gehen das nicht da dran? Lass mal kurz gucken, platzieren. Aha, okay. Irgendwie hingekriegt. Warum, wieso, weshalb, weiß ich jetzt auch nicht. Ist mir aber auch egal. So. Dann können wir aber hier jetzt nochmal anfangen, eben diese Strandgut hier hinzumachen. Das finde ich nämlich auch ganz schick. Genau. So wollte man das haben. Irgend hatte neulich im Stream hatte einer gesagt, diese Fenster sehen aus wie Wärmepumpen. Okay. War jetzt auch gar nicht so weit hergeholt, wobei das hier relativ unwahrscheinlich sein wird. Aber okay. Ach, jetzt habe ich Rinde. Naja, ist auch gut. Rinde kann man auch gebrauchen. Ich weiß noch nicht wofür. So, dann lasst uns noch mal eben ein paar Steine holen. Hier sind ja genug.
hoffe, dass die Ottos mich da vorne erstmal in Ruhe lassen. Pflanzenfasern einsammeln, da brauchen wir nämlich auch immer öfter was. Ich bin so glücklich. Es ist so schön. So, dann können wir hier nämlich mal ein bisschen Holz reinpacken. Nee, das, so wollte man das nicht. Aufteilen. Aufteilen. Und das können wir auch nochmal aufteilen. Dann können wir nämlich mal hier davon was reinmachen. Nee, nee, hier oben meine ich. Genau. Und wow. Den einen Wildfleischfetzen, den können wir schon mal kochen. Das gibt aber ein Festessen, Freunde. Das gibt ein richtiger Gaumenschmaus. So, fertig. Wow. So, ich bin gerade an meiner Flasche hier am Rumfummeln. Ich habe tierischen Durst. Und jetzt hängt der Verschluss fest. So, jetzt aber. Und die Hälfte von dem Verschluss ist drin in der Flasche. Das war immer richtig geil. So. Benutzen. Nom nom nom. Ja, es macht wenigstens ein bisschen satt. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt können wir, glaube ich, hier eben noch die Wände da weiter reinziehen. Hier machen wir auch noch Fensterchen hin. So, und dann bauen wir uns hier nochmal Boden hin. Der leider so nicht funktioniert. Schade. Schade eigentlich. Ja, dann macht das noch nicht so viel Sinn hier. Aber wir können auf jeden Fall schon mal ein Dach drauf bauen. Das machen wir jetzt mal. Wir machen erstmal einen ganz einfachen, simplen Kasten. Ja, also ich könnte auch anfangen schön zu bauen, was meiner Meinung nach aber noch gar nicht notwendig ist. Wir wollen es erstmal hinbekommen, überhaupt eine Hütte hier zu haben. So, nach links geneigte Treibgutmauer. Was fehlt? Was fehlt denn hier? Na, Holz. Doch, irgendwie drei Bäume hier noch abholzen. Was mich natürlich auch echt mal interessieren würde, wie ist eure Meinung zu dem Spot hier? Sagt ihr, der ist für den Anfang erstmal völlig in Ordnung so? Oder sagt ihr, nee, geh mal lieber dahin? Oder der wäre vielleicht nicht schlecht? Oder schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ich bin da, wie gesagt, noch relativ unbedarft und ich wäre dafür ein bisschen Input. Wäre ich schon dankbar. Ja, aber immer noch dran denken, nicht zu viel. Wobei ich immer noch der Meinung bin, der Punkt hier ist eigentlich ganz knorke. Ja, der geht. So. Jetzt gucken wir mal eben, dass wir hier irgendwie das Dach noch drauf kriegen. Am besten das hier.
jetzt müssen wir auf die andere Seite gehen. Also ich habe dieses System noch nicht so wirklich verinnerlicht hier, ne? Warum? Was mache ich verkehrt hier? Ich verstehe das nicht. Wieso kriege ich denn das jetzt nicht dahin? Wieso nicht? Ich verstehe, also das ist mir echt zu hoch. Habe ich den falschen Punkt, wo ich ansetze? Oder ist die Wand irgendwie verkehrt rum? Drehen kann ich auch nichts? Ah, doch. Ah, ich kann es auch drehen. Ja, Mensch, sagt's doch gleich. So. Guck dir mal hier. Komm hier, das können wir mal anmachen. Wenigstens ein bisschen Feuer haben. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, dass wir vielleicht noch eine Kiste bauen können. Das wäre nämlich auch ganz nice. Das machen wir auch mit dem Bauhammer. Lager, was fehlt denn? Zwirn. Dann müssen wir wohl nochmal Zwirn herstellen. Oh, da ist aber leider nicht mehr so viel da. Wow, das ist alles, was ich an Zwirn herstellen kann. Das ist ja nicht so berühmt. Dann gehen wir nochmal eben ein bisschen Gemüse sammeln hier. Aber leichter gesagt als getan. Ach, der sucht ein Gespräch oder was? Sowas. Ah, wenigstens Fleisch. Ey, ihr habt's gesehen, er hat mich zuerst angegriffen. Ich hab da gar nichts gemacht. Drecksack. So, hoffentlich reicht es jetzt. Ich glaube, es war fast nicht. Aber jetzt sieht man wenigstens mal hier, wo überall was bewohnt ist, ne? Also, okay. Ah, ich glaube, jetzt dürfte es reichen, dass wir doch eine Kiste hinkriegen. Aber die machen wir am besten hier unten hin. Genau, da kriegen wir doch eine hingebaut. Das ist doch gut. Da können wir auf jeden Fall schon mal den Krempel da reinpacken. Das hier, Tierhäute. Eisenstein habe ich auch schon bekommen. Ranken habe ich. Wo habe ich denn Ranken bekommen? Hä? Egal. Eine mit. Oh, den Krempel, das brauchen wir alles gar nicht mit uns rumschleifen. So, haben wir ein Häppchen zu essen. Das sieht ja schon mal ganz gut aus, Freunde, ne? Deswegen machen wir jetzt auch erstmal Schluss. So, jetzt muss ich gerade wieder auf Pause drücken.
und machen einfach in der nächsten Folge dann weiter. Und ich habe wahnsinnig Bock drauf, das Ganze weiter mit euch zusammen zu machen und würde mich natürlich auch ein bisschen über Feedback freuen, ob ihr da auch Lust drauf habt oder nicht. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, hier ist es mir relativ wumpe, ob ihr da Lust drauf habt oder nicht. Wenn ihr keine Lust habt, dann schaut es euch nicht an. Ich werde aber trotzdem ein Let's Play draus machen, weil, wie gesagt, es macht einfach mega viel Bock. So, das war die erste Folge Conan Exiles mit dem Berdische im Solo-Play. Hier nochmal kurz der Hinweis, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schaut gerne einfach mal am Freitag um 20 Uhr geht's los mit der Reisegruppe Hässlich. Schaut da einfach rein auf Twitch, ja, beim Einzigartig oder bei Let's Play mit Robin & Co. oder bei Fenrir Northman Gaming oder am besten natürlich bei allen drei gleichzeitig. Da haben wir nämlich alle was davon. Heute Abend gibt es übrigens noch einen Livestream wieder mit Valheim, Odin Sorns, wieder zusammen mit der Community. Und auch da dürft ihr gerne reinschauen. Auch das läuft wieder auf Twitch und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns da lesen. Und ich sage bis demnächst. Tschö, Mitte.